Hallo, ich bin der Marc vom Erdbeerland. Wir sind hier in Heusweiler in unserem Himbeerentunnel und ich wollte euch mal zeigen, wie weit die schon sind. Also wir haben hier schon einige Blüten, fast alle sind schon durch. Die Blüten sind schon, also die letzten blühen natürlich noch, sind auch noch Knospen zu. Aber wir sehen hier auch schon ganz schöne große Beeren. Das heißt, ich denke, wir haben so in 3-4 Wochen die ersten reifen Himbeeren. Dieses Jahr kann man es nicht genau sagen, es ist sehr kalt, nachts immer noch einstellig, obwohl wir eigentlich schon weit im Jahr sind. Das macht uns ein bisschen Kopfschmerzen. Wir gehen jetzt auch gleich nochmal raus ins Freiland, da sieht man auch den Unterschied zwischen Tunnel und Freiland. Der Unterschied ist dieses Jahr eben durch diese Besonderheit, dass es nachts sehr kalt ist und tags auch nicht wirklich warm, noch extrem größer als sonst. Das heißt, wir sind im Tunnel deutlich weiter. Wir haben auch hier schon die ersten Nützlinge ausgebracht. In den Päckchen hier sind Raubmilben drinnen, die uns helfen einfach, schon ganz frühe Befall einfach zu unterbinden, weil wir einfach die Räuberpopulation sehr hoch halten und dadurch kann jede kleinste Schädlingsbefall direkt, direkt vernichtet werden. Ja, hat bis jetzt auch sehr gut. Auch unsere fleißigen Hummeln sind schon da, die sind hier drin schon. Unsere Mitarbeiter, die fangen sehr früh an und hören spät auf und sind nicht gewerkschaftlich organisiert. Sehr tolle Helfer, die wir da haben. Dann gehen wir einmal raus ins Freiland, um zu gucken, wie es dort ausschaut. So, jetzt stehen wir hier im Freiland und wir sehen leider, dass wir nichts sehen. Das heißt, wir sehen keine Blüte. Die Freilandhimbeeren sind deutlich hinterher. Die Blütenknospen sind zwar da, man kann sie erkennen, man kann sie auch zählen, aber sie sind sehr klein, die sind noch weit vorm Öffnen, also die werden noch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Wochen brauchen, bis sie überhaupt aufgehen. Und vom Aufgehen, also man sagt von der Befruchtung bis zur Frucht, wird es nochmal 4 bis 6 Wochen brauchen. Also oben werden wir in, sag ich mal, 3 bis 4 Wochen ernten, hier unten werden wir noch 6, 7, 8 Wochen brauchen. Also dieser Unterschied ist dieses Jahr durch die Witterung, die wir hatten, einfach besonders stark und das führt sich in allen Tunneln auch so weiter fort. Auch bei den Erdbeeren im Freiland, die sind sehr weit hinten dran, die blühen gerade erst, im Tunnel tun wir schon pflücken. Ja, dann gehen wir noch einmal in die Tomaten und in die Gurken und in den Salat und dann zeige ich euch, was da alles die letzten Wochen passiert ist. So, wir sind jetzt wieder hier in Heusweiler im Tunnel, im sogenannten Salat- und Gemüsetunnel. Der erste Satz Salat ist schon geerntet, hier die ganze Reihe, es sind noch die letzten Köpfe, die dort sind. Der nächste Satz ist hier schon reingepflanzt, also hier waren sie schon geerntet, hier sind schon die nächsten raus. Auch der Kohlrabi ist zum größten Teil der erste Satz schon geerntet, der zweite schon gepflanzt. Wunderschöne Petersilie, Schnittlauch, eigentlich alles, was man so an Obst und Gemüse braucht. Der Salat eben schon einmal geerntet, Kohlrabi, und die nächsten Sachen einfach schön reif. Genau, der Salat schmeckt richtig herrlich aus dem Tunnel, der ist so richtig schön weich und hat Biss und ist knackig. Ganz schön, wir haben auch ganz schöne Sorten da hinten, die Batavia zum Beispiel oder so. Auch rote Eichblatt, ganz tolle Sachen dabei, hat wunderbar funktioniert. Dann gehen wir weiter zu den Tomaten, da möchte ich euch was Besonderes zeigen. Wir sind jetzt in einem unserer 4 Tomatentunnel. In dem Tomatentunnel ist was Besonderes passiert. Beim letzten Sturm ist die Folie abgerutscht durch die Hanglage. Das heißt, die Folie ist runtergerutscht und wir haben hier jetzt den Spalt offen seit 3 Wochen. Und wir brauchen einfach trockenes und windstilles Wetter, um die wieder gerade zu ziehen, weil wir alle Schnüre abmachen müssen. Und sobald ein Windstoß kommen würde, wird uns die Folie abheben. Und auf das warten wir eigentlich. Was man daran aber sieht, ist, dass die Pflanze ist jetzt ungefähr so hoch, ne? mein halber unterer Fuß. Und jetzt gehen wir einen Tunnel weiter, dort ist es nicht passiert. Das ist der einzige Tunnel, wo die Folie verzogen ist bei dem Sturm. Und dann gucken wir mal, wie groß die sind. So, dann sieht man einfach mal so den Unterschied, was das ausmachen kann. Also das Erste, was man im nächsten Tunnel merkt, das ist deutlich wärmer. Und wenn wir jetzt zu den Pflanzen gehen, also die sind schon fast hüfthoch, ne? Hier sind die Tunnels komplett zu. Das ist einfach der große Unterschied. Wir haben jetzt da unten eine Seite einen Spalt offen, noch nicht viel, 20, 30 cm. Und wir haben ein komplett anderes Klima wie hier in diesem Tunnel. Die Blüten sind schon, ja, die Stauden, die Blütenstängel sind schon, die Rispen sind komplett ausgebildet. Die ersten sind schon durchgeblüht. Werden bald Tomaten ansetzen. Also wenn es so weitergeht, haben wir hier bald Tomaten.
Wir hoffen einfach auf besseres Wetter, so wie alle anderen auch, dass es nachts einfach ein bisschen wärmer bleibt und nicht mehr so kalt ist und so regnerisch. Gut, das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn wir ein leckeres Rezept haben.